Und wenn es auf der ganzen Welt keine Grenzen mehr gäbe? Wir zeigen ein mögliches Zukunftsszenario. Jetzt ein Thema. Guten Abend, bienvenue, schön, dass Sie dabei sind, denn das wird kein Themenabend wie jeder andere. In unserer Reihe Thema Zukunft dreht Arte die Zeit nach vorne, auf der Suche nach Antworten auf Entwicklungen, die unseren Planeten für immer verändern könnten. Was zum Beispiel wäre, wenn die Vereinten Nationen sich für die Abschaffung sämtlicher Grenzen auf dieser Welt stark machen würden? Utopische Spinnerei? Ja, derzeit schon. Aber sind die Anfänge dazu nicht längst gemacht? Seit dem Schengener Abkommen können sich Abermillionen Europäer zwischen Riga und Lissabon frei bewegen. Die Globalisierung macht, dass für unsere Güter, unser Geld und unser Wissen frühere Grenzen längst nicht mehr gelten. Warum also noch für die Menschen? Wäre die Abschaffung der Grenzen nicht die Lösung für einige unserer größten Probleme? Spielen wir es durch. Mit unseren Mitteln. Sehen wir uns an, was das Fernsehen zu berichten hätte, wenn tatsächlich in wenigen Stunden die Vereinten Nationen die Weltordnung auf den Kopf stellen würden. Lassen Sie uns nicht nur aus der Vergangenheit lernen, sondern vielleicht durch einen Blick in die Zukunft. Und der beginnt jetzt mit Annette Gerlach und Laurent Bailly. Verehrte Zuschauer, guten Abend und danke für Ihre Treue. Heute laden wir Sie zu einem historischen Ereignis ein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, Sie wissen es. In weniger als zwei Stunden wird in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Abschaffung sämtlicher Grenzen dieser Welt abgestimmt. Wir sind live in New York dabei, wo seit heute Morgen im Plenarsaal der UN die Redner die Entscheidung ihres jeweiligen Landes erläutern. Wir werden die Debatte durch Beiträge aus zahlreichen Städten der Welt begleiten, mit unseren Korrespondenten vor Ort, aber auch mit Experten hier im Studio. Und Sie können natürlich während der gesamten Dauer unserer Sondersendung Ihre Fragen und Kommentare formulieren, und zwar das unter der eingeblendeten Internetadresse. Frage an unsere Korrespondenten Anne Lucas und Philipp Albert in New York. Wie ist die Atmosphäre? Ziemlich angespannt, möchte man meinen, oder? Nun, die Stimmung hier ist ziemlich gedrückt, um nicht zu sagen bleiern. Wie das Wetter übrigens auch. Seit 24 Stunden ist ein Ansturm von Fernsehteams aus aller Welt, aus großen wie auch aus kleinen Ländern zu beobachten. Es wird deutlich, dass dieses Ereignis in der Tat weltweite Bedeutung hat. Aber eine Prognose über den Ausgang der Abstimmung ist kaum möglich. Ann ist im Moment im UNO-Gebäude und wird uns mehr sagen können. Denn sie ist bei den Delegierten, die in weniger als zwei Stunden ihre Stimme abgeben werden. Ann, können auch Sie mich hören? Sie sind im Gebäude, also im Hauptsitz der UNO in New York. Ja, ich bin im Inneren des Gebäudes. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr streng. Wir können uns kaum frei bewegen. Dennoch haben wir, bevor es hier richtig losging, ein paar Bilder drehen können im großen Flur, wo die Fahnen hängen der Länder, die hier repräsentiert sind. Die Delegierten haben sich mit ihnen fotografieren lassen. Es waren sehr spontane, bewegende Momente. Und man hatte fast das Gefühl, dass sie von einer Art Nostalgie heimgesucht sind, dass eine Welt, wie wir sie kennen, möglicherweise bald zu Ende gehen wird. Gibt es Andeutungen, welche Gerüchte kursieren in New York? Ja, also die Resolution heute Abend hat große Chancen durchzukommen. Die Armländer, die Entwicklungsländer fragen sich natürlich, warum sollen die Menschen die einzigen sein, die hier nicht frei sich bewegen können? Denn der Verkehr von Kapital findet uneingeschränkt weltweit im Rahmen der Globalisierung bereits statt. Und natürlich sind die Industrienationen sehr skeptisch, was die bevorstehende Entscheidung anbelangt. Gut, aber wir wollen heute Abend die politischen Ereignisse nicht wieder aufrollen, die zu dieser Abstimmung geführt haben und über die in der Presse und insbesondere auf Arte ja bereits ausführlich berichtet wurde.
Ja, ich glaube, die Zuschauer sind über dieses Thema sehr gut informiert. Man kann beinahe schon von einer Übersättigung sprechen. Es wird eine Wahl sein, bei der alle Länder der Welt über einen Zusatz zum Paragraph 13 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung abstimmen werden. Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort überall auf der Welt zu wählen. Im Klartext würde das bedeuten, dass jeder Mensch, ganz gleich woher er stammt, sich an einem beliebigen Ort irgendwo auf der Erde niederlassen dürfte. Darüber also soll in etwas weniger als 2 Stunden entschieden werden. Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Wir werden im Laufe unserer Sendung zu unseren Korrespondenten schalten. Sie sind in Deutschland, in Indien, in Kanada und in Marokko und werden uns mehr über das Stimmungsbild in diesen verschiedenen Ländern berichten können. Aber blicken wir zuerst zurück auf die Ereignisse der letzten Tage. Überall auf der Welt haben sich die Menschen in Bewegung gesetzt. Besonders gespannt ist die Lage in Zentralafrika. Die dortige Mission der Vereinten Nationen geht davon aus, dass hier beinahe 2 Millionen Menschen unterwegs sind. Und zwar unter äußerst prekären Bedingungen. Mehrere humanitäre Organisationen haben Teams vor Ort. Und es werden bereits mehrere 100 Tote gemeldet. Wir suchen Krankenpfleger und Schwestern, medizinisches Personal und Hilfspersonal. Überall werden die Beförderungsmittel von denen gestürmt, die als Erste gehen wollen, sobald die Aufhebung der Grenzen beschlossen wird. In Odessa am Schwarzen Meer mussten die Sicherheitskräfte in die Luft schießen, um die Menge auseinanderzutreiben, die an Bord der verfügbaren Schiffe drängte. In Genf rief der Hohe Rat der Vereinten Nationen zur Aufhebung aller Grenzen die potenziellen Migranten auf, sich nicht vorzeitig auf den Weg zu machen, sondern in aller Ruhe das Ergebnis der heutigen Wahl abzuwarten. Die Generalsekretärin der UNWAC, der Organisation der Vereinten Nationen, die eigens gegründet wurde, um die Aufhebung der Grenzen zu organisieren und zu überwachen, gab zu, dass die Lage ernst sei. Es fehlt an Koordination, an Disziplin und Sinn für Prioritäten. Um unkontrollierte Massenwanderungen zu verhindern, eröffnete die UNWAC Reisebüros, in denen sich die Menschen, die in ein anderes Land auswandern wollen, registrieren lassen können. Hier wird ihnen medizinische und logistische Hilfe angeboten, sowie verbilligte Flug- und Schiffstickets. Quer durch die Kontinente hat sich eine Front der Diktaturen gebildet, die der Aufhebung ihrer Grenzen nicht zustimmen. Bilder vom Nationalfeiertag in Weißrussland. Wir reichen all denen die Hand, die gegen die Aufhebung von Grenzen kämpfen, denn diese schützen die Völker gegen den Imperialismus. Wir sind zuversichtlich, dass viele Länder unserem Beispiel folgen werden. Da die Grenzposten unmittelbar nach dieser Ankündigung geschlossen wurden, durchbrach die Menge an mehreren Stellen die Absperrung. Wie hier im Norden an der Grenze zu Soldawien. In Nordkorea empfing Präsident Kim Il-jung seinen chinesischen Amtskollegen und erklärte, seine Regierung betrachte die heutige Wahl bei den Vereinten Nationen als null und nichtig. Die nordkoreanische Volksarmee erhielt Befehl, auf jeden zu schießen, der die Grenze überschreiten will. An vielen Orten hat die Aussicht auf die Beseitigung aller Grenzen eine beispiellose politische Mobilisierung ausgelöst. In Frankreich haben die Gewerkschaften 500.000 Menschen zusammengetrommelt, um ein Hilfsgeld zu fordern, das jeder Immigrant bei seiner Einreise bekommen soll. In Deutschland haben die Grünen für einen Ausschluss der Atomindustrie vom Prinzip des grenzenlosen Verkehrs demonstriert. In den USA haben sich mehr als 1 Million Menschen auf den Straßen von Los Angeles versammelt, um Rechtsgleichheit zwischen ausländischen und einheimischen Arbeitern zu fordern. In der Ukraine hat die Bewegung der Türklingler 300.000 Menschen in den Straßen von Kiew auf den Plan gerufen. Die Aktivisten wollen die Länder der Europäischen Gemeinschaft daran erinnern, dass nach der Aufhebung der Grenzen Millionen kommen werden, um an den Türen Europas zu klingeln. Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan hat dem Europäischen Parlament seinen letzten Besuch vor der heutigen Abstimmung in New York vorbehalten. In seiner Rede rief Annan als Leiter der Mission zur Überwachung der Grenzaufhebung die europäischen Länder auf, dem Projekt keine Steine in den Weg zu legen. Die Botschaft ist klar. Die Migranten brauchen Europa, aber ebenso braucht Europa die Migranten.
Die Menschen, die heute die Grenzen auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Familien überschreiten, sind unsere Brüder und Schwestern. Und als solche sollten wir sie behandeln. Als nächstes schalten wir nun zu unserer Berlin-Korrespondentin Bettina Habermas. Hallo Bettina, können Sie mich hören und wie ist die Stimmung in der deutschen Hauptstadt? Bettina, wir können Ihre Antwort nicht hören. Hören Sie mich? Wir haben augenscheinlich ein kleines technisches Problem mit Berlin. Gut, begeben wir uns also gleich nach Marokko, wo unser Korrespondent Mohand Abbas Kin wartet. In Nordafrika sind, wie Sie wissen, die Anwärter auf eine Übersiedlung nach Europa besonders zahlreich. Mohand, guten Abend. Sie sind in Tanga, von wo aus bei klarem Wetter das gelobte Land, die Küste Spaniens, zu sehen ist. Ja, guten Abend, Annette und Laurent. Die Bevölkerung hier in Tanga hat sich praktisch verdoppelt angesichts der vielen Afrikaner, die alle als Erste nach Europa übersetzen wollen, sobald die Grenzen fallen. Die Massen stauen sich hier in noch nie dagewesenem Umfang, da sich der Zustrom in den letzten Wochen extrem verschärft hat und inzwischen zu einem humanitären Ernstfall geworden ist, den die UNWAG einigermaßen in den Griff zu bekommen versucht. Mohand, ich muss Sie leider unterbrechen, denn aus unserem Genfer Studio ist jetzt Mario de Varga zugeschaltet. Mario de Varga ist genau der Generalbeauftragte der UNWAG. Guten Abend, Mario de Varga. Guten Abend. Können Sie uns bitte erklären, was die UNWAG ist? Unsere Zuschauer möchten es gerne wissen. Also, UNWAG bedeutet United Nations World Alliance Committee. Diese Organisation hat den Auftrag, vor Ort die Aufhebung der Grenzen zu organisieren. Sie wurde durch eine Abstimmung in der Hauptversammlung der Vereinten Nationen vor etwa einem Jahr gegründet. Merci, vielen Dank, Mario de Varga in Genf. Zurück nach Tanga. Mohand, wir sind gleich wieder bei Ihnen nach dieser Reportage. Die Lage vor den Räumen der UNWAG ist heute Morgen gespannt. Etwa 300 marokkanische, tunesische und algerische Demonstranten haben gegen die unterschiedliche Behandlung von Schwarz- und Nordafrikanern bei der Zuteilung von Schiffsplätzen für die Überfahrt nach Europa heftig protestiert. Wir müssen heute eine Lösung finden. Wir gehen hier nicht weg. Nach Meinung der Migranten aus dem Maghreb bevorzugt die UNWAG bei den Wartelisten die Ankömmlinge aus Schwarzafrika. Die Blauhelme, die Polizei der Vereinten Nationen, haben bereits mehrere Personen festgenommen. Wir haben uns mit den Ländern Zentralafrikas auf ein Transferprogramm geeinigt, das auch für Europa tragbar ist. Das ist bisher leider nicht der Fall, was die nordafrikanischen Staaten angeht, trotz der großen Probleme, die es in diesen Ländern gibt. Es ist alles da, UNWAG-Polizei, Polizisten aus anderen Staaten, aber unsere Polizei ist nicht im geringsten beteiligt. Es herrscht ein unglaubliches Durcheinander in unseren Straßen. Mir tut mein Volk aufrichtig leid. Die Lage in der Stadt bleibt schwierig. In den Straßen haben europäische humanitäre Organisationen kostenlose Essensausgaben für diejenigen eingerichtet, die nach Europa auswandern wollen. Wir müssen weg. Bei uns ist das Leben wirklich sehr hart. Ich war während des Krieges jahrelang auf der Flucht. Ich habe keine Lust, das nochmal durchzumachen. Ich bin jung und will ein schönes Leben haben. Und man hat mir gesagt, in Europa drüben haben die Menschen ein sehr, sehr schönes Leben. Wir haben einfach kein Geld, um uns ein Visum zu leisten. Aber mit der Aufhebung der Grenzen können wir überall hin. Wir fahren rüber, gehen rein, tun, was es zu tun gibt und fertig. Das ist das wirklich Gute dran. Die UNWAG hat mehrere Aufnahmelager eröffnet, die allerdings kaum genutzt werden, weil ein Gerücht umläuft, die Polizei würde dort Razzien vornehmen und die Migranten in ihre Ursprungsländer zurückverfrachten. Die Auswanderungswilligen müssen sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen und auf einer Warteliste eintragen lassen. Sie haben halb Afrika durchquert, zu Fuß, mit dem Bus. Dazu gehört wirklich Mut, das muss man wollen. Aber im Allgemeinen ist ihr Gesundheitszustand gut. Das sind echt harte Jungs. Bei abgeschalteter Kamera erklären die UNWAG-Vertreter, auf der Warteliste stünden über 35.000 Namen allein in Tanga. Das entspricht der Transportkapazität von 30 Schiffen.
Heute Morgen erhielten die Ausreisekandidaten über den Rundfunk die Bestätigung für ein Gerücht, das seit mehreren Tagen kursierte. Um die Zeitverschiebung zu berücksichtigen, beschlossen die Behörden, die ersten Schiffe bereits heute Abend auslaufen zu lassen, noch bevor das Ergebnis der New Yorker Abstimmung endgültig feststeht. Wenn es auf diesem Planeten keine Grenzen mehr gibt, wollen alle Menschen überall hin. Aber 25.000 auf einmal, das geht nicht. Deshalb brauchen wir eine Warteliste. Die folgenden Personen werden morgen nach Spanien fahren. Joe Ibino Sung. Nigeria. Aliu Sissoko. Odu Diamanka Rasta. Senegal. Abdoulaye Kone. Ich möchte nach Kanada. Wir laufen mitten in der Nacht aus, damit wir in Sichtweite der europäischen Küste liegen und als Erste anlegen können, sobald die Grenzen abgeschafft sind. Mario de Varga, wenn man diese Bilder sieht, kann man nicht umhin festzustellen, es ist eine beunruhigende Situation, die sich da in Nordafrika abzeichnet. Ist das überall der Fall? Es ist sehr unterschiedlich. In Vorderasien und Afrika sind die Probleme schwerwiegend, zumal einige eher überraschende Erwartungen geweckt wurden. Es gab Gerüchte, die Grenzen würden nur eine Woche geöffnet bleiben, also machten sich die Menschen überstürzt auf den Weg. Andere glaubten, wenn sie als Erste in Europa ankommen, bekämen sie kostenlos eine Wohnung. Das ist natürlich Unsinn, aber diese konkreten Fälle hat es gegeben, vor allem in Afrika, ja. Mohan, Sie möchten dazu etwas sagen? Ja, von hier aus gesehen scheint das Ganze nicht besonders gut organisiert zu sein. Das ist jedenfalls der Eindruck in der Bevölkerung. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben keine Mühe gescheut, das kann jeder sehen. Ich kann Ihnen die Zahlen nennen. Wir haben 3000 Mitarbeiter allein in Nordafrika vor Ort. Außerdem vergessen Sie systematisch einen wichtigen Aspekt. Wir erleben heute etwas, das eine wahre Revolution für die Freiheit der Menschen darstellt. Die Freiheit, sich von heute an in der ganzen Welt frei niederlassen zu können. Vielen Dank, meine Herren. Wir wenden uns jetzt der Situation auf dem amerikanischen Kontinent zu. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist eine der wenigen Grenzen auf dieser Welt, die ein sehr reiches von einem doch relativ armen Land trennt. Üblicherweise liegen zwischen solchen Reichtumsgefällen ein Meer, ein Kontinent oder viele tausend Kilometer. In den USA wurde, wie Sie wissen, eine Mauer von mehreren hundert Kilometern Länge errichtet, um alle illegalen Grenzübergänge zu unterbinden. Dort an der Grenze zu Mexiko wartet unsere Korrespondentin Lisa Allen. Lisa, wie ist die Lage bei Ihnen und wo sind Sie genau? Ja, ich bin hier in unserem Studio in Tucson und hinter mir sehen Sie Bilder von Necco, weniger als 150 Kilometer südlich, wo die Mauer durch den Beschluss der UN heute Abend hinfällig zu werden droht. Die mögliche Aufhebung der Grenze wird hier in Arizona als Katastrophe betrachtet. Nicht nur als wirtschaftliche, sondern auch als kulturelle und nationale Katastrophe. Die Menschen hier empfinden sich als Bürger eines Landes mit einer besonderen Bestimmung. Mehrere Leute, die ich interviewte, haben mir gesagt, die Vereinigten Staaten könnten nicht ohne Grenzen existieren, die sie vom Rest der Welt trennen. In Arizona, einem Bundesstaat mit Pioniertraditionen, haben viele Einwohner beschlossen, selbst die Grenze zu schützen, falls die US-Regierung es infolge der Abstimmung nicht mehr tun wird. Wir haben einige von ihnen gestern und heute Morgen begleitet. Danke, Lisa. Sehen wir uns Ihren Bericht an. Necco im Bundesstaat Arizona. Die Grenze zu Mexiko liegt wenige hundert Meter von hier. Sie sind Landwirte, Rentner, Lehrer. Und wie jeden Morgen seit 3 Monaten kommen sie zusammen, um die freiwilligen Patrouillen zu organisieren, die diese Grenze überwachen sollen. Das Ganze vor laufenden Fernsehkameras, denn hier geht es vor allem um eine politische Demonstration, wie uns Chris Simcox erklärt.
Wir finden, dass eine offene Grenze zu Mexiko eine unmittelbare Gefahr darstellt, ein nationales Sicherheitsrisiko. Wenn wir unsere Grenzen verlieren, verlieren wir unsere Souveränität als Nation. Und die bedeutet uns Amerikanern etwas. Am frühen Nachmittag fand eine Sympathiekundgebung vor dem Hauptquartier der Border Patrol, der Grenzpolizei, statt. Ihre Auflösung gilt als möglich, ja als wahrscheinlich, sollte die Aufhebung der Grenzen in die Tat umgesetzt werden. Und das löste Proteste aus, sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Mitarbeitern der Border Patrol. Ja, sie sind frustriert. Ich kann sie nicht übel nehmen, dass sie protestieren. Es ist völlig in Ordnung, dass sie hier am Straßenrand demonstrieren und gehört werden wollen. Das ist ihr Recht als amerikanische Bürger und wir unterstützen das absolut. Und was diese Geschichte mit der Grenzöffnung angeht, daraus wird sowieso nichts, weil die Wirtschaft das nicht verkraften kann. Ich halte nichts von der UN. Von mir aus sollte man sie abschaffen. Ich hoffe, die Grenze bleibt. Hier sind viele sehr beunruhigt. Keine offene Grenze. Wir verlieren unsere Jobs. Die werden nach Mexiko outgesourced, nach Indien oder sonst wohin. Die Aktivisten, die die Grenze überwachen, betonen die Tatsache, dass ihre Aktion vor allem symbolischer Natur ist. Die Bestimmungen sind unmissverständlich. Ihre Aufgabe ist, zu beobachten und auf keinen Fall selbst Festnahmen durchzuführen. Diese Straße da vorne und der Stacheldrahtzaun gleich dahinter, wo diese junge Dame gerade lang geht, da bei dem weißen Wagen, das ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Alles, was Sie dahinter sehen, ist Mexiko. Hier haben Sie den Zaun schon zerschnitten und sind durch. Dieser Zaun ist also die Grenze. That's it. Genau, ein mickriger, verrosteter Zaun. Aber es geht um mehr als nur das. Bei den Vereinten Nationen gibt es haufenweise Komitees, die an der Zerstörung Amerikas arbeiten. Sie wollen die Kontrolle über unser Militär, eine UNO-Steuer für amerikanische Bürger. Sie wollen unseren freien Handel auf den Meeren kontrollieren. Die UNO ist eine sehr, sehr schlimme Sache für Amerika. Die ganzen Gangster aus der dritten Welt tun sich zusammen und überstimmen uns Amerikaner jedes Mal. Ich bin dafür, dass wir aus der UNO austreten. Wir brauchen keinen Haufen UN-Bürokraten, die anderen Leuten sagen, was zu tun ist, wenn an der Spitze der Menschenrechtskommission Leute sind, die selbst die Menschenrechte verletzen, wenn terroristische Staaten im Sicherheitsrat sitzen und kommunistische Länder die Politik der UN bestimmen. Es ist eine der übelsten Organisationen der Welt. Die Aktivisten sind fest entschlossen, so lange wie nötig weiterzumachen. Die Frage ist, ob die Geschichte über ihre Bewegung hinweggehen wird oder ob sie ihr Recht gibt. Die Antwort bringt in wenigen Stunden die Abstimmung der UN-Vollversammlung. Antoine Picot, guten Abend. Sie sind Soziologe bei der UNESCO und haben einen Bericht mit dem Titel Migration ohne Grenzen verfasst. In weniger als einer Stunde könnte eine Resolution angenommen werden, die alle administrativen Hindernisse für die Bewegungsfreiheit der Menschen beseitigen würde. Erste, ganz einfache Frage: Müssen wir hier in Europa eine massive Zuwanderung von Menschen aus Afrika oder Asien befürchten? Sagen wir, dass wir uns durchaus auf eine Zunahme der Migrationsströme in Richtung Europa gefasst machen müssen. Bisher ging es der Politik darum, die Grenzen geschlossen zu halten. Wenn alle Schranken fallen, ist natürlich davon auszugehen, dass mehr Migranten kommen werden. Die eigentliche Frage heißt, wie viel mehr werden es sein? Wenn die Zunahme im Rahmen bleibt, wird sie zu handhaben sein, zumal die Aufhebung der Grenzkontrollen auch andere Probleme lösen würde. Das Ganze ließe sich sicher bewältigen. Sollte es allerdings zu einer massiven Zunahme kommen, dann könnte die Situation in der Tat chaotisch werden. Wenn wir uns vergleichbare Prozesse ansehen, etwa die verschiedenen Erweiterungen der EU, dann befürchteten die alten Mitglieder der Europäischen Union jedes Mal vor einer Öffnung einen unkontrollierbaren Zustrom von Migranten. Tatsächlich wurde eine Zunahme der Migranten festgestellt, aber keine, die Europas gesellschaftliche Stabilität oder seinen Zusammenhalt gefährdet hätte. Oder nehmen Sie die 80er Jahre, den Beitritt Griechenlands, Spaniens und Portugals. Auch da hatte man das Schlimmste befürchtet. Und auch hier ist festzustellen, dass die Entwicklung alles andere als unkontrollierbar war.
Eine Frage, die uns sehr häufig übers Internet gestellt wird, ist, in welche Richtung wird sich dieser Immigrantenfluss denn entwickeln? Aus welchen Ländern reisen die Leute aus und in welche Länder wollen sie einreisen? Ich glaube, was wir zu erwarten haben, wird durchaus mit dem vergleichbar sein, was früher geschah. Es ist doch so. Die meisten Menschen stürzen sich nicht einfach in ein Abenteuer und gehen in ein Land am anderen Ende der Welt, das sie überhaupt nicht kennen. Die meisten Menschen gehen los, weil sie dort, wo sie hinwollen, Leute kennen. Weil sie wissen, sie werden ein Dach über dem Kopf haben und möglicherweise auch Arbeit finden. Das heißt, sie verfügen über bereits bestehende soziale Netzwerke. In diesem Sinne sehe ich eine künftige Migration durchaus im Rahmen vergangener Bewegungen. Weil diese Netzwerke ja schon bestehen. Eine gewisse Kontinuität ist also gegeben. Zum Beispiel werden bestimmte Länder bevorzugt angesteuert. Nach Spanien migrieren vor allem Menschen aus Lateinamerika. Deutschland ist Ziel vieler Türken. Nach Frankreich kommen eher Nordafrikaner, vielleicht auch Asiaten. Und bei diesen Trends wird es sicher bleiben. Aber ich glaube, die Menschen werden immer differenziertere Netzwerke entwickeln, wodurch sich das Spektrum der möglichen Zielländer erweitern wird. Man darf aber nicht vergessen, dass die meisten Migrationsströme heute auf regionaler Ebene stattfinden. Mit anderen Worten, ein Westafrikaner geht in andere westafrikanische Länder. Entgegen aller Vorurteile kommen nicht alle Afrikaner oder Asiaten nach Europa oder in die USA, sondern bleiben in ihrer Region. Die Filipinos im pazifischen Asien, die Lateinamerikaner im Mercosur-Bereich, Argentinien, Brasilien und so weiter. Sie kommen lange nicht alle in den Westen. Und dieser Trend wird anhalten. Noch einmal, entscheidend sind die Netzwerke, über die Migranten verfügen. Ja, Verzeihung, aber in New York tut sich was. Philipp, wie sieht's aus? Was ist bei der UNO los? Ja, bevor wir zu Kofi Annan gehen, möchte ich Ihnen die Rede des Delegierten von Nunavut zeigen. Der Name des Landes sagt Ihnen möglicherweise nicht viel, er klingt eher folkloristisch. Aber Nunavut hat bei der Abfassung des Gesetzestextes über die Aufhebung der Grenzen eine wesentliche Rolle gespielt. Das Land der Inuit stellte schon immer eine erhebliche moralische Autorität dar. Schalten wir also in den Plenarsaal und hören wir die Rede seines Delegierten. Wir sind nur 27.000 in einem Gebiet so groß wie Europa. Ihr Menschenbrüder, kommt zu uns und setzt dieser tödlichen Langeweile ein Ende. Wir werden diese Rede jetzt nicht in voller Länge verfolgen. Unsere UN-Korrespondentin Ann Luca steht nur ein paar Schritte weiter entfernt und zwar mit einigen Mitgliedern der Generalversammlung. Ann, das Wort gehört Ihnen. Ja, ich bin mit Rivangi Tamai, Friedensnobelpreisträgerin und Vertreterin des Verbandes der Großen Seen bei der UNO. Wie Sie wissen, hat sie bei der Erarbeitung der Resolution eine bedeutende Rolle gespielt. Was wird sie jenen sagen, die ihr vorwerfen, einen Stein ins Rollen gebracht zu haben, der möglicherweise Wahnsinn bedeutet? Frau Botschafterin, was sagen Sie denen, die Ihnen vorwerfen, Sie hätten einen Zug ohne Bremsen auf die Gleise geschickt? Wir befürworten die Aufhebung der Grenzen. Die Welt muss sich die Mittel geben, die Armut zu beseitigen, die jedes Jahr 20 Millionen Menschen tötet. Offene Grenzen sind eine Quelle der Entwicklung für alle. Merci, Madame la Déléguée. Ich schalte zurück ins Studio. Danke an, merci nach New York. Und Laurent, konnten Sie die Rede des Nunavut-Gesandten weiterhin verfolgen? Ja, schalten wir um, denn ich höre gerade, dass er seine Rede auf Englisch fortsetzt. Ich habe einen Traum, dass eines Tages von Nunavut bis Burundi und Indonesien die Seelen der früheren Herrscher und Unterdrücker als Brüder zusammenleben können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Menschen mit ihren Familien an jeden Ort dieses Planeten gehen können. Ich habe einen Traum, dass heute Nachmittag die Bruderschaft der Menschen Wirklichkeit wird. I have a dream. Ich habe einen Traum. Wie Sie hörten, zögerte der Vertreter der Nunavut nicht, den berühmten Satz zu zitieren, den Martin Luther King 1963 nach seinem großen Marsch für Gleichheit und Menschenrechte in den USA prägte. Klar ist die Absicht, diese Rede hat sich direkt an die Herzen der Amerikaner gewandt. Für manche war es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Oh, Ann, ich sehe, Sie haben einen neuen Gesprächspartner neben sich.
Ja, ich bin mit Witold Lachs, dem Delegierten Polens, und möchte ihn nach seiner Meinung befragen. Herr Botschafter, wie ist die Position Ihrer Regierung? Das Ganze ist verrückt, Mademoiselle. Völlig undenkbar. Die westlichen Länder sind doch nicht dazu bestimmt, das ganze Elend der Welt aufzunehmen. Ich werde jedenfalls gegen die Modifizierung des Paragraphen 13 stimmen. Und ich hoffe, viele andere werden das ebenfalls tun. Wie Sie sehen, gibt es hier durchaus Spannungen. Ich melde mich, wenn es wieder Neuigkeiten zu berichten gibt. Trotz aller Unstimmigkeiten bewahren die Mitglieder der UNO doch meist untereinander einen sehr zivilisierten Umgangston. Das ist leider nicht der Fall in Taipeh. Sehen Sie selbst diese turbulenten Szenen, die sich abgespielt haben, als im Parlament von Taipeh auf nationaler Ebene über die Abschaffung sämtlicher Grenzen abgestimmt wurde. In der UNO diese historische Entscheidung der Öffnung, der Abschaffung aller Grenzen gefällt wird, ist klar, wir stehen hier vor ungeahnten Herausforderungen. Ja, Annette, es ist offenbar ein Erdbeben mit nicht vorhersehbaren Auswirkungen in verschiedenen Bereichen wie Kunst, Kultur, Wissenschaft oder Medizin. Übrigens, die Vereinten Nationen haben eine Dokumentation in Auftrag gegeben, die wir uns ansehen sollten. Die Aussichten sind wirklich erstaunlich. Statistische Projektionen sehen voraus, dass sich nach dem Fall der Grenzen der Umfang der Bevölkerungsbewegungen weltweit versechsfachen wird. Im Hinblick auf diesen neuen Markt der Massenmobilität arbeitet ein Pariser Konstrukteur an der Entwicklung eines Riesenschiffes, 10-mal so groß wie alles bisher Dagewesene. Das Schiff wird eine Eiform haben, bei einer Breite von 300 und einer Länge von 400 Metern. Der Tiefgang wird 12 Meter betragen. Die Hauptplattform befindet sich 18 Meter über dem Meeresspiegel und die Fläche des Ovals wird 9 Hektar umfassen. Unser Büro hat bereits an zahlreichen maritimen Projekten gearbeitet. Als Architekten und Investoren gehen wir davon aus, dass die sich anbahnende Öffnung der Grenzen erheblich größere Transportdimensionen verlangt. Also konzipierten wir ein Passagierschiff, das zwischen 15 und 20.000 Menschen aufnehmen kann. Alle Turbinen werden ungefähr hier positioniert sein. Das Schiff wird die Größe einer Kleinstadt haben, also wird es eine Polizei geben. Das Thema Sicherheit wird bei uns ohnehin großgeschrieben. Ich kann mir auch sehr gut verschiedene Orte auf dieser Insel vorstellen, wo man sich mit unterschiedlichen Ländern, Sprachen oder Essgewohnheiten vertraut machen kann. Und warum nicht auch Büros, die sich um Arbeit kümmern? Denn diese Menschen werden ja nicht nur reisen, sie werden auch arbeiten müssen. Also warum nicht Büros, die verschiedene Tätigkeitsfelder repräsentieren. Ich kann mir bei diesem Projekt eine Entwicklung hin zu völlig anderen Lebensformen vorstellen. Es könnten zum Beispiel kleine schwimmende Hotels an den Küsten der Ozeane entstehen. Die Aufhebung der Grenzen wird die Abschaffung von Polizeikontrollen und Gesundheitsüberprüfungen mit sich bringen, was die Verbreitung von Epidemien begünstigen könnte. Eine europäische Firma hat die Herausforderung angenommen und ein ganzheitliches System für eine schnelle und anonyme Untersuchung der Passagiere entwickelt. Was Sie hier sehen, ist das neue System, das mein Team und ich entwickelt haben, um auf die Konsequenzen der Abschaffung der Grenzen für die Gesundheit und Sicherheit vorbereitet zu sein. Wir benutzen Wärmekameras, die bereits aus der Distanz die Körpertemperatur der Ankommenden messen und anzeigen, ob etwa jemand Fieber hat. Und zwar ohne den Passagierstrom zu verlangsamen. Wir scannen die Körper und können jeden Hinweis auf ein Virus oder eine Krankheit sofort entdecken. Für den Passagier funktioniert alles ganz einfach. Er betritt das System, geht auf die Markierungen am Boden, dann saugt ein Luftstrom die Dämpfe und Partikel auf, die an der betreffenden Person haften, und führt sie in den oberen Teil des Geräts, wo die Detektoren sind. Es ist im Prinzip eine Einrichtung wie zur Kontrolle des Bordgepäcks, nur dass hier eben Menschen durchleuchtet werden. Alle trendanalytischen Studien zeigen, dass die Aufhebung der Grenzen ein starkes Ansteigen der Mobilität mit sich bringen wird.
Es wird für die Menschen sehr viel einfacher sein, für ein paar Wochen oder Monate woanders hinzuziehen. Vor diesem Hintergrund arbeitet eine deutsche Firma daran, neue Wohnformen zu entwickeln. Individueller als in einem Hotel, aber mit der gleichen Flexibilität. Nachricht aufnehmen. Hallo Marco. Die Grenzen werden fallen. Die Grenzen auf der ganzen Welt werden fallen und das wird natürlich zu einer Völkerwanderung führen, wie sie die Welt bis heute noch nicht gesehen hat. Das heißt, Menschen werden aus allen Himmelsrichtungen kommen und sich auch auf der ganzen Welt treffen. Und für diese Völkerung, für diese Völkerwanderung muss etwas getan werden. Das heißt, es müssen Häuser gemacht werden, es muss Wohnraum geschaffen werden für diese Menschen. Und diesen Wohnraum versuchen wir zu schaffen, indem wir ganz neue Häuser konstruieren. Sie sehen hier dieses Haus, das dank dieses USB-Schlüssels umgestaltet werden kann, sodass die Menschen, die dort ankommen, es ganz genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel entscheiden, Sie möchten jetzt die Wände rot haben, dann können Sie die Wände rot haben. Denn all diese Informationen sind auf diesem USB-Schlüssel. Die Aufhebung der Grenzen wird auch im Informationsbereich Folgen haben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Schlagzeilen an diesem Donnerstag. Es gibt erste Ermittlungsergebnisse nach der Brandstiftung in einem Gebäude der westlichen Vorstadt. Unser Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von Software spezialisiert. Wir haben zurzeit einen Vertrag mit den Vereinten Nationen, um ein Produkt zu konzipieren, das es ermöglicht, jede Nachrichtensendung den Vorstellungen von ethnischen oder kulturellen Minderheiten in ihrem Sendeland anzupassen. Unsere Software ist bereits in der Lage, das Bild des Nachrichtensprechers zu erfassen und ihm in Echtzeit auf absolut transparente Weise und kontrolliert durch den Zuschauer genau die ethnischen Merkmale zu verleihen, die der Zuschauer wünscht, damit er den Eindruck hat, als spräche ein Landsmann zu ihm. Hier haben Sie den Menüknopf, wie bei einer normalen Fernbedienung. Wenn Sie nach rechts oder links gehen, finden Sie den Europäer, den Afroamerikaner, den Asiaten. Es gibt erste Ermittlungsergebnisse nach der Brandstiftung in einem Gebäude. Den Nordafrikaner, den Südamerikaner oder zurück zum Asiaten. Vorgeführt wurden, ordnete Untersuchungshaft an. Unser Ziel ist also, die gesamten Fernsehnachrichten den Wünschen des Zuschauers anzupassen. Bei einer Reportage über eine Demonstration zum Beispiel können wir Parolen so verändern, dass auf den Transparenten rechtsgerichtete Menschen rechte Losungen lesen können und linksgerichtete linke Texte. Das alles soll das Zusammenleben erleichtern und unsere Gesellschaft befrieden. In diesem Sinne sieht unsere Firma darin einen staatsbürgerlichen oder sogar weltbürgerlichen Auftrag. In anderen Regionen dagegen wird eine Welt ohne Visa als wahre Chance wahrgenommen. So zum Beispiel in Indien. Und aus Bombay ist nun unsere Korrespondentin Viaruna Raban zugeschaltet. Ich habe die Debatte bei Ihnen in Paris verfolgt und es scheint, als sehen wir hier die Dinge nicht ganz so wie sie in Europa. Tatsächlich empfinden die Menschen hier die Grenzöffnung als große Chance. Wie Sie wissen, haben wir in Indien sehr viele qualifizierte Menschen, die sehr viel weniger verdienen als in Europa, Amerika oder einem anderen Industriestaat. Es gibt natürlich auch hier vereinzelt Widerstand gegen die Aufhebung der Grenzen, vor allem von Seiten nationalistischer Hindus und der BJP-Partei. Nicht weit von hier findet im Moment eine Demonstration statt. Sie ist nicht gewalttätig, aber es ist immerhin eine Demonstration. Viele Menschen sagen sich, wenn wir einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr haben, warum dann nicht auch einen freien Verkehr an Arbeitskräften? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Nun, Viaruna, das beweist zumindest, dass die Standpunkte von einem Land zum anderen stark variieren können. Nun ja, wir hier jedenfalls finden, ihr seid sehr ethnozentrisch oder eurozentrisch und das kommt nicht so gut an. Sehen wir uns Ihre Reportage aus Mumbai an. Noch vor wenigen Monaten leitete Rajiv Treen ein kleines Vermittlungsbüro für Zeitarbeiter.
Seit der mögliche Wegfall aller Grenzen angekündigt wurde, wuchs sein Geschäft um das 50-fache. Es sind nicht mehr nur ein paar Lebensläufe, die täglich bei ihm eingehen, sondern Hunderte. Und das nicht nur aus Indien, sondern aus der ganzen Welt. Vor einigen Monaten hatte er 3 Angestellte, heute sind es 82. Dort links kümmern sie sich um China, rechts um die Philippinen. Dort hinten ist die Abteilung für Afrika und den Mittleren Osten. Und die beiden hier betreuen den Rest der Welt. Rajiv Chween hatte die geniale Idee, seine Tätigkeit auf die gesamte Welt auszuweiten. Sein Unternehmen funktioniert heute wie eine weltweite Jobbörse. Hier werden nicht Aktien oder Rohstoffe gehandelt, sondern Arbeitskräfte. Die Makler von Rajiv Chween verhandeln auf dem internationalen Markt 1000 chinesische Maurer, 500 indische Datenerfasser oder 2000 philippinische Putzfrauen. Auf der anderen Seite bieten Unternehmer, Hotelketten oder Baufirmen Arbeitsplätze an. Nachfrage und Angebot werden in Echtzeit zur Deckung gebracht. Wir sehen nie einen Arbeiter. Sie sind ohnehin meistens unqualifiziert und ziemlich austauschbar. Wir sind nur die Makler. Seit wann betreiben Sie Ihr Büro? Wir haben vor 5 Monaten aufgemacht, als die Grenzöffnung angekündigt wurde. Jetzt boomt das Geschäft. Ich bin hier, um einen Vertrag über den Import von Arbeitskräften abzuschließen. Meine Firma montiert Fernsehgeräte. Angesichts der Konkurrenz müssen wir die Arbeit entweder nach Asien auslagern oder asiatische Arbeiter in die Fabrik holen. Diese Zahl hier ist der Preis für die Anmietung von 2000 chinesischen Bauhandwerkern. Sofort verfügbar. Einsatz für 6 Monate, 6 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag. Der Preis ist in den letzten 30 Minuten um 5% gefallen. Es hilft, persönlich hier anwesend zu sein. Ich weiß, was läuft und die Leute wissen, dass ich da bin. So geht es schnell und effizient. Und wenn Sie überboten werden? Die Gefahr besteht natürlich immer. Es geht so verdammt schnell. Die letzte Lieferung Arbeiter wurde mir tatsächlich mitten in der Transaktion noch weggeschnappt. Was haben Sie früher gemacht? Einfach so Geschäfte. Es gibt Gerüchte, dass Sie Schleuser für illegale Arbeiter in Europa waren. Kein Kommentar. Es stand aber doch so in der Presse. Ja oder nein? Kein Kommentar. Die nächste Frage bitte, oder ich breche das hier ab. Rajiv Chweens Unternehmen ist immer auf der Suche nach neuen Märkten und bietet seinen westlichen Kunden eine neue Dienstleistung an. Hilfe bei der sogenannten sanften Verlagerung ihrer Produktionsstätten. Das ist der andere Grund für die Anwesenheit dieses amerikanischen Unternehmers in Mumbai. Er sucht irgendwo auf der Welt einen Käufer für sein unrentabel gewordenes Werk in Texas. Er setzt dabei auf Rajiv Chweens Makler. Das Werk wird im Paket verkauft, inklusive Maschinen und Arbeitern. Fast alle haben ein Papier unterschrieben, in dem sie sich verpflichten, dem Werk zu folgen und sich irgendwo auf der Welt neu niederzulassen. Das ist die Belegschaft der Fabrik. Sie sehen, sie sind fröhlich. Wirtschaftlich geht es ihnen gut und das Beste für sie wäre, an einen anderen Standort irgendwo auf der Welt umzusiedeln. Wenn die Grenzen erst geöffnet sind, ist das rechtlich kein Problem mehr für uns. Ein paar Leute haben vielleicht noch ein Problem damit, aber wenn es erstmal legal ist, ist es das Beste für alle. Wir werden ein Problem werklos, sie behalten ihre Arbeitsplätze und alle sind zufrieden. Das nenne ich globale Wirtschaft zum Besten der Menschheit. Monsieur Garçon, wie wir gerade gesehen haben, steht die Wirtschaft für viele im Mittelpunkt der Problematik. Sie sind Wirtschaftswissenschaftler bei der OECD und leiten die Abteilung Internationale Migration. Können Sie uns sagen, ob die Aufhebung der Grenzen für die Wirtschaft der verschiedenen Länder gut oder schlecht sein wird?
Nun, alles hängt von der Situation ab, die in den jeweiligen Ursprungs- und Zielländern herrscht. Die Grenzöffnung kann in der Tat in Bezug auf den Konsum eine neue Dynamik auslösen. Gleichzeitig können aber auch wesentlich weniger positive Aspekte auftauchen. Wenn Sie die Grenzen für alle öffnen, werden ja nicht nur die Arbeiter, sondern auch ihre Familien, also Kinder und alte Leute, kommen. Für eine Wirtschaft sind ja immer nur die jungen Erwachsenen interessant, Kinder schon weniger. Sie stellen einen sozialen Kostenfaktor dar, sie bedeuten Ausgaben in den Bereichen Erziehung, Gesundheit und so weiter. Die Bilanz fällt also nicht unbedingt positiv aus. Wenn die UNO die Aufhebung der Grenzen beschließt, muss auch der Status der Arbeiter neu bestimmt werden. Soll ein Arbeiter in der Volksrepublik China den gleichen Status haben wie ein Arbeiter in den skandinavischen Ländern? Wird diese Gelegenheit vielleicht dazu benutzt, die erkämpften Rechte der Arbeiter einzuschränken? Hier bestehen gewisse Risiken, die zu Konflikten durch Sozialdumping führen können. Und das wäre für die gesellschaftliche Stabilität der Länder, die den massiven Zustrom von Migranten aufnehmen werden, äußerst gefährlich. Glauben Sie, dass es zu einem Konkurrenzkampf unter diesen Ländern kommen könnte, um allen gängigen Vorurteilen zum Trotz vielleicht sogar Migrationsströme anzulocken? Nun, das hängt von der Art der Migrationsströme ab. Die OECD-Länder konkurrieren ja schon lange um qualifizierte Arbeitskräfte. Ganz persönlich, Herr Garçon, der Gedanke, dass jetzt alle Grenzen offen sind, ist das ein Gedanke, mit dem Sie sich anfreunden können und der Sie sogar euphorisch stimmt, oder flößt er Ihnen eher Angst ein? Ganz und gar nicht. Es besteht kein Grund für Befürchtungen, denn das gibt es bereits. Es gibt Zonen auf der Welt, in denen sich schon alles Mögliche frei bewegt. Im Grunde sind es nicht so sehr die Grenzen, die eine Rolle spielen, sondern die Arbeitsmöglichkeiten und die Perspektiven für eine wirtschaftliche Entwicklung. Heute zieht China viele Leute an. Aber wenn es, wovon wir wohl ausgehen können, für die Aufhebung der Grenzen stimmt, werden viele Chinesen ins Ausland gehen. Und natürlich wollen die Chinesen nicht alle ihre qualifizierten Landsleute wegziehen lassen. Eins müssen wir uns vergegenwärtigen. Die meisten Auslandsstudenten auf der Welt sind Chinesen und die möchte China natürlich wieder nach Hause holen. Angesichts der Möglichkeit einer totalen Bewegungsfreiheit machen sich viele Länder Sorgen. Erstens, ob sie ihre guten Leute werden halten können und zweitens, ob sie diejenigen zurückholen können, die geneigt sind, in ihrem Eldorado zu bleiben. So war es ja in der jüngeren Vergangenheit bereits bei den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien. Diese Länder werden ihre qualifizierten Leute zurückholen wollen, weil das sonst für ihre Wirtschaft riesige Verluste bedeuten würde. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber ich sehe, dass New York uns ruft. Philipp, hören Sie mich? Philipp, Sie sind auf Sendung. Ich fürchte, die Verbindung mit New York ist leider wieder unterbrochen. Monsieur Garçon, um beim wirtschaftlichen Aspekt zu bleiben, schlage ich vor, dass wir uns den von Brüssel in Auftrag gegebenen Werbespot anschauen, der junge Afrikaner dazu einlädt, nach Europa zu kommen. Ja, dann schauen wir uns doch mal so einen Spot an. Bana ba Afrika, bafitiye inguru nziza. Igiye muzashaka kujya aho hose mu isi. Ni muze iburaya. Niho bihugu mugomba kujya rwose. Byimfashanye barabategereje. Ni muze akazi karahari. Kenshi kenshi cyane. Ni muze rwose iburaya. Ndababwira iki? Ati ndege cyangwa muze n'amaguru nimuze iburaya niho bihugu mugomba kujya rwose murakaza neza mukomeye. Wir gehen gleich nach Europa zurück, doch zuerst schlage ich einen kleinen Schlenker über die Vereinigten Staaten vor. Lisa Allen, Sie haben einen Nobelpreisträger für Wirtschaft getroffen, der in diesen Fragen einen sehr, sehr liberalen Standpunkt an den Tag legt. Ja, Gary Becker erhielt 1992 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Er gehört der sogenannten Chicago-Schule an. In Europa würde man sagen, er sei ultraliberal. Hier in den USA gilt er eher als ein Visionär mit einem einzigartigen Denkansatz. Danke, Lisa. Es folgt Ihr Interview mit Gary Becker. Ich glaube nicht, dass eine Politik der offenen Grenzen in einer modernen Welt möglich ist.
Sie war möglich, als sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert die USA noch entwickelten. Damals tat die Regierung nur sehr wenig für den einzelnen Einwanderer. Wer es nicht schaffte, hatte entweder Verwandte, die ihm halfen, oder er ging wieder zurück. Viele taten das. Heute haben wir den Wohlfahrtsstaat. Wenn ein Einwanderer krank wird, erhält er medizinische Versorgung. Aber das lässt sich in einer veränderten Welt schwer anwenden. Deshalb mein radikaler Vorschlag, das Recht auf Einwanderung zu verkaufen. Dann gäbe es einen Markt und der Staat würde von den Leuten eine Pauschale kassieren. Meinetwegen könnte man ihnen das Geld vorschießen, aber sie müssten bezahlen. Der Vorteil wäre, diejenigen, die es am dringlichsten wollen, wären bereit, am meisten zu bezahlen. Daraufhin könnten ihnen gewisse Vergünstigungen eingeräumt werden, weil sie ja für die Einwanderung bezahlt haben. Wenn wir eine derart radikale Lösung einführen, was sicher nicht in nächster Zukunft sein wird, aber wir könnten darüber nachdenken, dann wäre das wahrscheinlich der beste Weg, einige der Probleme zu lösen. Ich fürchte, die Verbindung mit New York ist leider wieder unterbrochen, aber dafür steht die Leitung mit Berlin jetzt. Guten Abend, Bettina Habermas. Ich hoffe, Sie erhören mich jetzt. Bettina, eines der wichtigsten Probleme in Deutschland ist ja die Überalterung der Bevölkerung. Ja, in der Tat, Annette. Eine Woche lang habe ich dieses Thema in Deutschland und Frankreich recherchiert. Und es ist wahrhaftig so, dass sich die Menschen hier bewusst sind, dass die Abschaffung der Grenzen ein brennendes Problem ist. Was entsprechend die Zukunft andeutet, ist etwas ganz Einmaliges, Annette. Und zwar wurde heute Nachmittag vor dem Bundestag erstmals die blaue Flagge der Vereinten Nationen gehisst. Das gab es noch nie in der deutschen Geschichte. Ein bewegender Moment, Bettina. Und jetzt schauen wir uns erst einmal die Reportage an, die Sie zum Thema Überalterung gedreht haben. Ein Thema, was in Deutschland ja gängigerweise der Methusalem-Komplex genannt wird. Angesichts einer sinkenden Geburtenrate und einer zunehmenden Verschiebung des Altersgefälles der Bevölkerung ist Deutschland mit einer Fülle von gesellschaftlichen Problemen konfrontiert. Alles tot, alles tot, alles leer. Dann kommt der Bäcker mal alle drei Tage und der Fleischer kommt einmal eine Woche und dann ist aus. Hier ist alle tot. Das wird schon noch kommen. Was wird kommen? Dass Ausländer kommen. Dass Ausländer hier mal werden. Wohnen. Sind ja genug Häuser leer. Das ist egal, von wo die herkommen. Hauptsache jetzt sind Menschen, ja. Vorausberechnungen der UNO braucht Europa etwa 100 Millionen Zuwanderer. Das ist im Hinblick auf die Geburtenzahlen in Italien und Spanien, die noch weit unter denen Deutschlands liegen, auch Griechenland hat weniger Kinder. Also man wird sich um Zuwanderer streiten. Die Frage ist, woher kommen sie? Der Altersdurchschnitt bei den Arbeitern dieser Fabrik für Präzisionsmechanik liegt bei 59 Jahren. Für den Firmenchef ein Grund zur Beunruhigung. Im Maschinenbau ist es doch heutzutage so. Fast alle Mitarbeiter sind über 50 Jahre alt. Und das wird bald zu enormen Problemen führen, weil wir in ein paar Jahren niemanden mehr haben, wenn die erst einmal in Rente gegangen sind. Dann müssen wir Arbeitskräfte aus dem Ausland holen. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, warum die Hautfarbe ein Problem ist, wenn sie kompetent sind. Ich finde, wir brauchen vor allem fähige und ernsthafte Mitarbeiter. Ich endlich mal sage, dass wir Menschen brauchen. Dass wir Altenpfleger brauchen werden, dass wir Krankenpersonal brauchen werden, verändert sich das Bild bei den Menschen, die jetzt sehr stark mit dem Gefühl herumlaufen, die kommen wollen, ja bei uns eigentlich nur schmarotzen. Um angesichts der bevorstehenden Abschaffung der Grenzen einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, organisiert der Berliner Senat Informationsversammlungen, wie hier in Pankow im Osten der Stadt. Debattiert wird über die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Moschee im Hinblick auf die Ankunft zahlreicher islamischer Immigranten. Der Veranstalter hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Der Veranstalter kann für die Sicherheit in diesem Objekt nicht mehr garantieren. Die Vertreter beider Lager sind so zahlreich erschienen, dass die Turnhalle mit ihren 500 Plätzen mindestens dreimal so groß sein müsste. Wir wollen auch keine Rechten haben, aber die werden kommen. Wir sind das Volk!
Überlegen Sie doch mal, was passieren würde, wenn wir in dem hier ein Land eine christliche Kirche bauen würden, oder? Bei uns an Glauben, das würden die niemals erlauben. Der Staat sei doch froh, dass es bei uns nicht so ist. Das unterscheidet uns doch. Warum denn? Warum sollen wir anders sein als alle anderen? Wieso müssen wir immer sagen, in Ordnung und die anderen nie? Barbara John, die Verantwortliche für Integrationsprogramme beim Berliner Senat, konnte die Diskussion nicht wie geplant moderieren. Stattdessen stellte sie sich den Fragen eines Fernsehteams. Das verstehen wir. Wir haben hier viele Leute interviewt. Viele sind erbost darüber, über die Moschee. Haben Sie Verständnis für die Sorge der Bürger? Ich nehme hier eine neutrale Rolle ein, wenn ich die Moderatorenrolle habe. Und Sie müssen einfach die Situation der Menschen sehen. Das Wort Ahmadiyya ist für Sie so, das haben Sie noch nie in Ihrem Leben gehört. Sie haben noch nie einem Muslim begegnet, als Nachbar, als Arbeitskollege. Für Barbara John beruhen eventuelle Integrationsschwierigkeiten der Neuankömmlinge vor allem auf einem Informationsdefizit. Wir haben in den einzelnen Regionen, in den Bezirken sehr viele kleinere Integrationsprogramme, besonders in den Wohnquartieren. Das wirkt auch ganz gut. Sie fühlen sich stärker verantwortlich. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie teilnehmen an der Gesellschaft durch Arbeit, dass sie selber mehr Selbstwertgefühl bekommen und auch von der deutschen Bevölkerung mehr beachtet werden und mehr geschätzt werden, dass sie einen finanziellen, einen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft. Um das zu erreichen, scheut der Berliner Senat keine Mittel und veranstaltet zahlreiche Aktionen vor Ort, wie hier in Neukölln, wo jede Woche ein Frühstück deutsche und türkische Hausfrauen zusammenbringt. Heute soll darüber abgestimmt werden, ob zum Mittagessen Schweinefleisch serviert werden darf. Bisher sahen die Köche davon ab, Schwein auf die Karte zu setzen, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Das ist, was hier steht. Also es gibt die Seite Ja. Ich bin dafür, dass bei Mieterkochen für Mieter am ersten Mittwoch des Monats Gerichte mit Schweinefleisch gekocht werden können. Oder Nein. Ich bin dagegen, dass bei Mieterkochen für Mieter am ersten Mittwoch des Monats Gerichte mit Schweinefleisch gekocht werden. Noch auf Türkisch und auf Arabisch. Und wie Sie sehen, also Sie sehen da brühwarm das Ergebnis der Abstimmung. Jeder Besucher hat heute einen kleinen Aufklebepunkt erhalten, einen kleinen grünen Punkt. Und jeder hat seinen Punkt geklebt, wo er das für richtig hielt. Und ich glaube, das Ergebnis ist klar. Das ist ein Kann, das ist natürlich kein Muss, weil ich glaube, jetzt ist eine Möglichkeit eröffnet worden, und zwar auf demokratischer Basis. Ja. Ja, ja. Und meine Frau weiß das. Ja, die weiß. Ja, die habe ich erkannt. Zwei weitere Gäste sind nun zu uns gestoßen. Zuerst möchte ich Ihnen Frau Dr. Dieter Vogel vorstellen. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität Oldenburg und koordiniert dort ein internationales Forschungsprojekt über das gesellschaftliche Engagement von Zuwanderern. Guten Abend, Frau Vogel. Guten Abend. Zuerst möchte ich von Ihnen wissen, welche Maßnahmen kann man ergreifen, um diesen Neuankömmlingen in Deutschland demnächst die Integration zu erleichtern? Die große Herausforderung besteht ja darin, dass die Integrationspolitik komplett umgestellt werden muss. In der Vergangenheit ist es ja so gewesen, dass es eine gute Integrationspolitik für Zuwanderer gegeben hat, die auf Dauer bleiben sollten. Sprachkurse, Landeskundekurse, Integration in den Arbeitsmarkt. Und dass es eine Desintegrationspolitik gegeben hat für diejenigen Zuwanderer, die wieder gehen sollten. Also zum Beispiel für Asylbewerber oder Leute, die ungeplant eingereist sind. Die hatten ein Arbeitsverbot, die durften an vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen nicht teilhaben. Und jetzt, unter diesen neuen Bedingungen, muss die Integrationspolitik sich komplett umstellen. Man muss sich darauf einstellen, dass Zuwanderer möglicherweise kurze Zeit bleiben, möglicherweise auf Dauer bleiben. Integration auf Zeit muss eine Möglichkeit sein. Und das bedeutet, dass es viel mehr darauf ankommt, was die Leute freiwillig annehmen. Wo sehen Sie denn da die größten Hürden, die größten Barrieren, die man überwinden muss? Die größten Barrieren sind wahrscheinlich in den Köpfen, sowohl in den Köpfen der Zuwanderer als auch in den Köpfen der Einheimischen. Es werden oft mehr Hürden gesehen, als da sind. Wichtig ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt und sieht, wo kann es passende Gelegenheiten geben zum Engagement, zur Arbeitsmarkteinpassung oder auch zur politischen Beteiligung.
Das wären die richtigen Ansatzpunkte. Endlich steht unsere Verbindung mit Kanada. Pierre Dupré, guten Abend. Ihr Land ist in Bezug auf die Integration von Neuankömmlingen besonders innovativ. Guten Abend. Ich bin hier in Vancouver, der Stadt, die sich rühmt, die multikulturellste und multirassischste Stadt Kanadas zu sein. Hier wurden einige innovative Programme entwickelt, um Einwanderer zu unterstützen und ihnen die Integration zu erleichtern. Unter anderem hat die ISS, die Immigration Service Society, hier ein Programm namens OZ ins Leben gerufen, ein Patenschaftsprogramm, das es Migranten leichter machen soll, sich in die kanadische Gesellschaft einzugliedern. Hier arbeiten sogenannte Niederlassungsberater mit verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründen, um Neuankömmlinge mit allen nötigen Informationen versorgen zu können. Sie beherrschen 30 verschiedene Sprachen und Dialekte. Das heißt, wir können die Betreffenden fast alle in ihrer Muttersprache empfangen. Der wirksamste Teil des OZ-Programms steht unter der Leitung von Thea Fiddick. Sie hat die Aufgabe, für jeden Neuankömmling einen kanadischen Paten zu finden, der sich verpflichtet, seinen Schützling 6 Monate lang zweimal pro Woche aufzusuchen. Auf diese Weise sollen die Neuankömmlinge mit den ungeschriebenen Regeln, den Besonderheiten des kanadischen Alltags vertraut werden. Die Paten sollen für die Einwanderer ein Bindeglied zur Gemeinschaft sein, um dann eine gemeinsame Grundlage zu finden, auf der sich eine neue Gesellschaft, eine neue Kultur entwickeln kann. Die ISS organisiert und überwacht jedes Jahr fast 300 solcher Patenschaften. Für die Einwanderer liegt der Nutzen solcher Begegnungen auf der Hand. Bei den kanadischen Freiwilligen sind die Motive differenzierter. Für die Kinder waren wir ganz schnell Tia und Tio, also Tante und Onkel. Wir haben eine echte Beziehung zu dieser Familie entwickelt und versuchen ihnen beim Einleben in Kanada zu helfen, als wären sie Verwandte. Für uns funktioniert das sehr gut und ich glaube, für sie auf eine ganz praktische Weise auch. Heute Nachmittag hat die größte Shopping-Mall Vancouvers einen Freiwilligenmarkt organisiert. Alle großen karitativen Organisationen der Stadt haben hier einen Stand, um neue ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Auch die ISS ist vertreten, um weitere Paten für ihr OZ-Programm zu rekrutieren. Bevor ihnen eine Immigrantenfamilie zugeteilt wird, müssen die neuen Freiwilligen einen 3-stündigen Kurs absolvieren. Sie werden als eine Art Gastgeber fungieren, als jemand, der andere empfängt. Sie werden ein Freund sein, der dem anderen hilft. Sie werden eine kulturelle Erfahrung machen. Sie werden etwas über deren Kultur lernen und die Ankömmlinge etwas über ihre. Zeigen Sie ihnen nicht nur, wo sie einkaufen können, sondern auch, wo es kostenlose Kleidung gibt, und zwar gute Sachen, nicht nur billige. Stellen Sie ihnen Ihre eigene Familie vor, damit Sie sehen, wie eine typische kanadische Familie lebt. Dann merken Sie vielleicht, dass die Frauen hier unabhängiger sind und nicht unbedingt allem zustimmen, was der Mann sagt. Zwar stützen sich die Programme zur Unterstützung von Neuankömmlingen auf Freiwillige, trotzdem kosten sie den Haushalt von British Columbia eine Menge Geld. Seit 20 Jahren verfolgen wir bei der Immigration eine Politik der Freiwilligkeit. Wir wollen, dass die Neuankömmlinge sich so schnell wie möglich einleben und produktiv werden. Wir geben für unsere Hilfsprogramme insgesamt 22 Millionen kanadische Dollar aus. Und wenn die Grenzen gefallen sind? Nach dem Wegfall der Grenzen werden wir diese Finanzhilfen vervierfachen, um 200.000 Neuankömmlinge in Kanada empfangen zu können. Ich wohne gleich um die Ecke der Büros der Gesellschaft für Einwandererförderung. Eines Tages sah ich dort ein paar Leute aus dem Taxi steigen und sie sahen aus, als ob sie gerade in Kanada angekommen waren. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie das ist, aus einem Dorf mitten in Afrika zu kommen und jetzt irgendwo an einer Straßenecke in einer westlichen Industriestadt wie Vancouver abgesetzt zu werden. Da dachte ich, diese Patenschaften sind eine gute Sache.
Jennifer Sankey ist Anwältin. Zusammen mit ihrem Mann besucht sie seit 3 Monaten regelmäßig die aus Indonesien eingewanderte Familie Habibi. Es hat sich zwischen uns eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Nicht nur zu ihr, ihren beiden Kindern und ihrem Mann, sondern auch zu ihren Freunden und deren Familien. An unseren Terminen Freitagnachmittags sind oft 3 Familien bei uns im Haus. Und wir essen dann zusammen, reden über die Gesundheit der Kinder, die Schule. Am Anfang brauchten wir noch einen Übersetzer, weil sie kein Englisch konnten. Er hat dann alles für uns aus dem Bahasa übersetzt. Schule gut. Er jetzt spreche in Englisch gut. Sollen wir die Einwanderung in unser Land befördern? Bis zu welchem Ausmaß können wir uns leisten, Einwanderer aufzunehmen, die aus sehr schwierigen Lebensumständen kommen? Ich finde, wir sollten es einfach tun. Wir beide sind jedenfalls mehr als bereit zu helfen. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug nach Kanada hat etwas zum heutigen Thema beigetragen. Danke und guten Abend. Danke an Vancouver. Guten Abend, Monsieur Baudry. Sie sind internationaler Unternehmensberater und organisieren Seminare, damit Firmenleiter ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit zusammenarbeiten können. Nun, die Aufhebung der Grenzen wurde noch nicht beschlossen. Vielleicht trennen uns nur noch Minuten davon. Gibt es zwingende Unvereinbarkeiten aufgrund der Kultur bzw. der Herkunft, wenn Menschen zusammenarbeiten sollen? Schwierigkeiten, ja, vielfach auch Verständigungsprobleme. Selbst bei Menschen, von denen man aufgrund ihres Bildungsniveaus bzw. ihrer Stellung annehmen könnte, dass die Dinge für sie einfacher oder natürlicher wären. Es ist sogar eine Gefahr, wenn Menschen meinen, sie würden sich gut verstehen. Nehmen wir zum Beispiel die Franzosen. Sie leben in einer ausgesprochen vertikalen Kultur. Trotz der französischen Revolution gibt es immer noch Spuren des Ancien Regime, Reste von Überheblichkeit oder Arroganz. Es ist eine sehr implizite Kultur, in der jemand eher danach bewertet wird, was er ist, als daran, was er tut. Nun bringen Sie diese Kultur mit einer anderen in Berührung, die horizontaler in Bezug auf den gesellschaftlichen Stand ist, wie etwa die holländische, oder mit einer Kultur, die mehr auf Tatsachen und Ergebnisse aus ist, wie die deutsche. Dann entsteht sofort eine Distanz und es treten Missverständnisse auf. Das ist Ihre Erfahrung. Oh ja, es tauchen häufig Probleme auf, wenn Unternehmensleiter zusammenarbeiten sollen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze zwischen Chinesen und Amerikanern oder zwischen Indern und Italienern entwickeln wird, wenn die Grenzen abgeschafft sind. Wir sollten jedenfalls nicht davon ausgehen, dass alles selbstverständlich läuft. Außerdem, wir sprechen von nationalen Grenzen, von Arbeitsweisen verschiedener Kulturen. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen Individuen, zwischen Untergruppen. Es gibt viele verschiedene Klippen. Wir sprechen von einer Aufhebung der Grenzen, aber welche Grenzen genau? Was meinen wir eigentlich? Wir suchen ja jetzt auch nach ganz konkreten Maßnahmen für die Situation, die vielleicht schon heute Abend Realität wird. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sozusagen den Ländern oder auch den Regierungen oder der Bevölkerung raten, damit diese Integration möglichst reibungslos vonstatten geht? Es gibt langfristige und kurzfristigere Lösungen. Aber konkrete Lösungen oder Rezepte funktionieren eher in sogenannten expliziten Kulturen. Das heißt, in Kulturen, in denen man auch meint, was man sagt. Wenn das der Fall ist, geht alles von selbst. Aber es gibt auch die impliziten Kulturen, die romanischen, aber auch die asiatischen, in denen man einander etwas sagt, jedoch unterschwellig etwas anderes meint. Wobei häufig das Nichtgesagte das Wichtigere ist. Dann muss man in der Lage sein, den Kontext einzuschätzen, um das Gesagte in seiner Komplexität zu entschlüsseln. Monsieur Baudry, tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, aber wie ich höre, beginnt in wenigen Augenblicken Kofi Annan mit seiner Ansprache an die UNO. Tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, aber Kofi Annan hat gerade den Saal betreten. Seine Rede wird die letzte vor dem Beginn der Abstimmung in wenigen Minuten sein, der entscheidenden Abstimmung über die Aufhebung aller Grenzen.
an. Man kann sich wundern, dass es nicht der neue Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, ist, der jetzt gleich das Wort ergreifen wird. Wie erklärt sich seine Abwesenheit? Ja, in der Tat. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass es sich um eine Übergangsphase zwischen dem neuen und dem ehemaligen Generalsekretär handelt. Heute Morgen haben die beiden eine Pressekonferenz abgegeben, in dem noch mal klargestellt wurde, dass Kofi Annan die Verantwortung beibehält. Denn es ist ja wirklich die Zielsetzung seiner Mandatszeit gewesen. Vielen Dank für diese Erläuterung an. Ja, Sie hören jetzt die Rede von Kofi Annan. Ich danke dem Vertreter Kubas im Namen der blockfreien Staaten. Das Wort hat seine Exzellenz Kofi Annan. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Exzellenzen, verehrte Delegierte, meine Damen und Herren, ich bin sehr geehrt und tief bewegt von Ihren Worten. Trotz vieler Schwierigkeiten und einiger Rückschläge haben wir viel erreicht, worauf ich stolz bin. Sicherheit und Menschenrechte müssen Hand in Hand gehen. Es kann keine Sicherheit ohne Entwicklung geben und keine Entwicklung ohne Sicherheit. Der Verdienst an diesen Veränderungen gebührt zuallererst Ihnen, den Mitgliedstaaten dieser Organisation. Ich kann nicht stark genug darauf dringen, dass Sie diesen Prozess in seiner Gesamtheit sehen mögen und ihm Ihre volle partnerschaftliche Unterstützung zuteilwerden lassen. Unsere Arbeit ist noch lange nicht vollendet. Die Einzelheiten müssen noch ausgearbeitet werden, aber ich kann Ihnen versichern, dass die befriedigendsten Jahre noch vor Ihnen liegen. Ich wünsche Ihnen die Kraft und den Mut, das Beste aus Ihnen zu machen. Vielen Dank. Philipp, warum eine so kurze Rede? Haben Sie dafür eine Erklärung? Das lässt sich aus dem Stegreif natürlich nicht so einfach erklären. Kofi Annans Aufgabe ist bekannt. Er muss zwischen den verschiedenen Ländern, Kontinenten und Ansichten Kompromisse finden. Kofi Annan hat sich also nicht eindeutig für das eine oder andere Lager ausgesprochen. Er hat sich in seiner Rolle als Generalsekretär nur allgemein geäußert. Das kann man sagen. Viel enthielt seine Rede wirklich nicht. In der Tat zeigte er sich äußerst vorsichtig. Jedes seiner Worte war gut abgewogen und mancher wird sagen, Annan habe sich sehr diplomatisch ausgedrückt. Das liegt natürlich an seiner Rolle, seiner Funktion. Andere werden sagen, er habe eine Rede ohne Inhalt gehalten. Für die neu hinzugekommenen Zuschauer, Sie sehen eine Live-Sondersendung aus Anlass der heiß erwarteten Abstimmung der Vereinten Nationen über die Aufhebung aller Grenzen. Ich wende mich jetzt wieder unserer New York-Korrespondentin Ann Lucas zu, denn bei ihr steht nun Professor Paddington. Seine radikale Sichtweise hat schon einige Debatten provoziert. Ja, ich bin hier mit Ellie Paddington, dem sogenannten Erfinder des Konzepts des Schocks der Zivilisation. Er ist hier als Experte des Generalsekretärs, Professor. Hello. Herr Professor, jeder weiß, dass Sie gegen die Abschaffung der Grenzen sind. Natürlich. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird und ich glaube nicht, dass es die Konflikte zwischen den Zivilisationen vermindern wird. Was meinen Sie mit Zivilisationen? Mit Zivilisationen? Die Unterschiede zwischen Menschen und Völkern. Und diese Unterschiede zwischen den Zivilisationen sind so groß, dass es zu Zusammenstößen kommen wird. Selbst wenn es in den Grenzbereichen zu einer Durchmischung kommt. Das Einreißen von Grenzzäunen wird an nichts etwas ändern. Vielen Dank, Herr Professor. Sie haben hier einen Standpunkt gehört, der dem Standpunkt des amerikanischen Präsidenten entspricht, denn Paddington ist sein Berater und dieser hört sehr auf ihn. Ich melde mich dann wieder zurück ins Studio. Danke, Ann. Wie die Zuschauerbeiträge im Internet zeigen, steht die Frage der sinkenden Sicherheit an zweiter Stelle auf der Liste ihrer Sorgen gleich nach der Beschäftigung. Zu diesem Thema eine Reportage aus Belgien.
Die Aufhebung aller Grenzen ist für die europäischen Staaten eine Herausforderung. Werden sie wie gehabt weiter funktionieren können oder werden sich die Institutionen von Grund auf reformieren müssen? Im belgischen Antwerpen versetzt diese Frage das lokale politische Leben in Aufruhr, wie hier im Stadtrat. Wir wollen keine Betreuung für Illegale. Wir müssen sie nicht beraten, sondern ihnen klar zu verstehen geben, dass ein illegaler Aufenthalt in Antwerpen keinen Sinn hat und dass eine freiwillige Rückkehr die beste Option ist. Wer ist dafür? Dagegen? Der Zusatz ist hiermit abgelehnt. Die jungen Muslime der AEL, der Vereinigung für die Abschaffung des Ausländerstatuts, sind dagegen der Ansicht, dass sich der belgische Staat der neuen Situation anzupassen habe. Sie kämpfen dafür, dass jede kulturelle Gemeinschaft ihre eigenen Regeln, ihre eigene Polizei und ihre eigenen Gerichte bekommt. So organisieren sie seit einigen Wochen eine Art gemeinschaftsspezifischer Polizeistreifen. Vorerst geht es ihnen darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem sie vor Ort der offiziellen Polizei auf die Finger schauen. Dann fragen wir die Menschen, als ihr seht, dass die Polizei rassistisch ist aufgetreten. Die Polizei hat im November eine Kampagne gegen die marokkanische Gemeinschaft gestartet. Für uns ist das Faschismus. Es ist das Gleiche, was sie in den 20er und 30er Jahren mit den Juden gemacht haben. Sie kriminalisieren eine ganze Gemeinschaft in dieser Stadt. Dagegen wehren wir uns. Wir protestieren gegen den Rassismus in der Polizei. Die nationalistischen Parteien in Belgien ihrerseits kämpfen dafür, dass die Polizei ihre Vorrechte behält, ganz gleich wie das Ergebnis der heutigen Wahl ausfällt. Diese zivilen Streifen sind dazu da, die Polizei einzuschüchtern und zu kontrollieren, weil diese Leute wollen, dass in manchen Stadtvierteln nicht länger das Gesetz herrscht. Ich bin der Meinung, diese Streifen müssen verboten werden, das ist klar. Als Antwort darauf haben die Organisatoren der zivilen Polizeistreifen zu einer Solidaritätsveranstaltung aufgerufen und gleichzeitig den wachsenden Erfolg ihrer Bewegung unterstrichen. Wir sind international organisiert und auch in den Niederlanden vertreten. Zurzeit bauen wir Netzwerke in Frankreich und Großbritannien auf. Wir glauben, dass unsere Bewegung langfristig durchaus auf internationaler Ebene denkbar ist. Da jede Versammlung mit mehr als drei Personen verboten wurde, kam es in den Abendstunden zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den offiziellen Polizeikräften. Ich habe dem Polizeichef gesagt, wenn er keine Eskalation will, sollen seine Leute verschwinden und die Menschen sich spontan äußern lassen. Aber sie wollen gar nicht mit uns verhandeln, sondern kommen gleich mit ihren Pfeffersprays an. Für uns wird, selbst bei Abschaffung der Grenzen, die Antwerpener Polizei die einzige Autorität in dieser Stadt bleiben. Und wir werden jene zu bestrafen wissen, die dafür verantwortlich sind, wenn ethnische Gruppen in Antwerpen eine Parallelpolizei einrichten. Die AEL schickt ihre islamischen Streifen auf die Straße und die anderen ihre Milizen und die Zivilgarde. Der Innenminister ist vollkommen durchgedreht. Er will die Zivilstreifen unbedingt verbieten. Warum? Weil in dieser Stadt arabische Bürger nicht als normale Bürger angesehen werden. Ein normaler Bürger darf so etwas natürlich, aber doch nicht diese Affenbande. Sie werden uns nach unserem Pass fragen. Personalausweis? Ja. Habe ich zu Hause vergessen? Er hat ihn vergessen, das könnte Probleme geben. Ich habe meinen dabei. Die Polizei hat begonnen, jede Gruppe von jungen Leuten, die in den Straßen patrouilliert, systematisch zu überprüfen. Zurzeit ist es furchtbar. Wir werden jeden Tag kontrolliert. Wenn es erstmal keine Grenzen mehr gibt, werden die weniger große Töne spucken. Gibt es ein Problem? Einige von ihren Leuten sind auf Streife und verteilen Flugblätter. Einer hat keine Papiere dabei. Und warum diese Kontrolle? Haben Sie einen Grund, ihn nach seinen Papieren zu fragen? Wir müssen Ihnen keinen Grund nennen. Ach, müssen Sie nicht? Nein. Sie müssen Ihre Papiere nicht zeigen, wenn Sie keinen Grund nennen. Ach ja? Ich habe meine Papiere nicht dabei, ich habe sie vergessen.
Der Bulle auf der Straße kommt mit dem Ganzen nicht mehr klar. Auf einmal sind alle Ausländer Belgier. Oder sind alle Belgier Ausländer? Für ihn ist das alles nur noch verwirrend. Er hat keinen festen Rahmen mehr. Wie soll er mit denen umgehen? Er findet sich einfach nicht mehr zurecht. Um die Initiative zurückzugewinnen und die Spannungen abzubauen, beschloss die Stadtverwaltung, ein Verbindungsbüro zwischen der Polizei und den ausländischen Gemeinschaften einzurichten. Jede Woche organisiert dieses Büro ein Treffen zur Vorbereitung der Grenzaufhebung. Die Vertreter aller Gemeinschaften werden eingeladen, um über das künftige Gleichgewicht der Zuständigkeiten zu diskutieren. Uns wurde leider nicht erlaubt, diese Versammlung zu filmen. Aber es bleibt zu hoffen, dass sich auf solchen Treffen und bei den eher gelassenen Gesprächen auf dem Flur die Gestaltung der kommenden Welt sanft und leise, fernab aller Leidenschaftsausbrüche auf den Straßen, entwickeln kann. Ich freue mich, Ihnen nun einen weiteren Gast vorstellen zu können, Professor Thomas Feltes. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Kriminalwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum und Ihr Spezialgebiet ist die Kriminalität der Einwanderer. Das ist auch die Frage, die die Zuschauer heute per Internet ganz besonders bewegt. Wird mehr Einwanderer auch automatisch heißen mehr Kriminalität? Eine einfache Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, weil natürlich mehr Einwanderer, weil es ja mehr Bürger sind, auch mehr Kriminalität mit sich bringen wird. Wir haben Erfahrungen mit Grenzöffnungen in den letzten Jahren gehabt. Grenzen zu Frankreich, Grenzen zu Österreich, Ungarn sind geöffnet worden. Das Ergebnis war, dass es nicht mehr Kriminalität gegeben hat, aber es hat eine Verlagerung von Kriminalität gegeben. Das heißt, Straftäter bewegen sich von einem Land in das andere. Nur müssen wir jetzt aufgrund der neuen Situation natürlich nicht mehr national denken, sondern wir müssen international denken. Das heißt, ich gehe einmal davon aus, dass die Gesamtzahl der Straftaten, dass die Belastung insgesamt nicht mehr werden wird. Sie wird sich nur anders verteilen auf der Welt. Mhm. Eine Idee, was könnte jetzt ganz konkret ein guter Schritt sein, um diese Menschen so willkommen zu heißen, dass sie nicht in die Kriminalität abgleiten? Also interessanterweise wissen wir aufgrund der kriminologischen Forschung, dass Kriminalprävention dort wirkt, wo das soziale Kapital, wo die Nachbarschaft, wo die unmittelbar Zusammenlebenden sich darum kümmern. Das heißt, da, wo soziale Kontrolle noch funktioniert, haben wir wenig Kriminalität. Da, wo sie nicht funktioniert, haben wir hohe Kriminalität. Das heißt, es wird jetzt darauf ankommen, genau dieses System wieder auszuregulieren und natürlich in Deutschland auch eine Bereitschaft zur Aufnahme dieser Migranten zu schaffen. Und das ist natürlich ein Punkt, der gegebenenfalls sich kritisch entscheiden wird. Wir müssen hier leider unterbrechen, meine Damen und Herren, denn der historische Augenblick ist gekommen. Die Abstimmung über die Abschaffung der Grenzen dieser Welt hat gerade begonnen. Wir schalten sofort um nach New York. Ja, der von aller Welt sehnsüchtig erwartete Augenblick steht kurz bevor. Die Abstimmung wurde vor wenigen Sekunden eingeleitet. Sehen Sie die Bilder. Bilder vom ersten Wahlgang der Delegierten auf der Hauptversammlung der Vereinten Nationen. Bevor wir mit der Abstimmung beginnen, darf ich daran erinnern, dass Unterbrechungen nur aufgrund der Tagesordnung erfolgen dürfen. Panama 164, Sweden 5 points. Le Danemark 12 points. Latvia 12 points. Switzerland 6 points. La Suisse 6 points. Venezuela 11, Guatemala 4, Barbados 1. 12 points. And finally, l'Allemagne 12 points. Let's have a look at the leaderboard. Denmark 172 points in the lead. Ein historisches Ereignis, was wir natürlich live begleiten. Für die neu hinzugekommenen Zuschauer, das klappt nicht. Was ist denn das? War doch perfekt, gleich nochmal. Leute von links. Bonsoir.
Guten Abend, Alain Lafargue. Sie sind der Regisseur dieser Sendung. Was ist sie eigentlich? Wahrheit? Fiktion? Ein Spiel. Mit den Themen und Codes des Fernsehens. Nur eben mit umgedrehtem Vorzeichen. War alles inszeniert oder nur verfremdet? Beides. Sie zum Beispiel sind echt. Sie sind echte Journalisten, wie andere auch, die sich für diesen kleinen Schwindel hergegeben haben. Alles, was bei der UNO gedreht wurde, dagegen ist unecht. Die Studiogäste wiederum sind absolut echt. Und innerhalb der Beiträge gibt es sowohl Wahres als auch Erfundenes. Was ist mit Tanga zum Beispiel? Also Tanga ist echt, aber auch unecht. Es ist ein echter Beitrag über illegale Migranten, der in der spanischen Enklave Melilla gedreht wurde. Ich habe einige Dinge hinzugefügt, um den Sinn zu verändern und zu behaupten, dass diese Leute auswandern wollen. Komplett erfunden ist die Agentur der Vereinten Nationen, die UNWAG. Und der Delegierte vor Ort ist ein Freund von mir, der, wie Sie bemerkt haben, die hohle Sprache der Vereinten Nationen perfekt beherrscht. Und die Reportagen waren zum Beispiel zu den amerikanischen Patrioten, vrai oder faux? Das ist alles echt und absolut fantastisch. Wie Sie wissen, protestieren in den USA viele Menschen gegen eine angeblich zu durchlässige Grenze. Ich bin also hingefahren, um sie zu filmen, als würden sie sich auf die Verteidigung der Grenze vorbereiten. Ich war völlig fassungslos, weil einfach alles passte. Ich interviewte zum Beispiel einen Mann und sagte zu ihm, Sie werden also mit ansehen müssen, wie die Grenzen verschwinden, wenn die UNO für deren Abschaffung stimmt. Ich erwartete von ihm eine Antwort wie, was ist denn das für eine Geschichte? Stattdessen sagte er, das wundert mich gar nicht, und holte ein Flugblatt auf dem Stand, Sie radieren unsere Grenzen aus. Ich war sprachlos. Auf einmal deckte sich die Wirklichkeit vollkommen mit der Fiktion. Und ich versichere Ihnen, ich habe diesen Herrn nicht engagiert und nicht in Szene gesetzt. Es gibt ihn wirklich. Und die Bilder aus Bombay? Komplett erfunden. Alle diese Leute sind Schauspieler oder Statisten. Mumbai ist ein großes Zentrum der Filmindustrie, wo man reichlich Leute findet, um so einen Schwindel auf die Beine zu stellen. Die Demografie und die Senioren in Deutschland? Auch da haben wir bereits bestehende Beiträge auf eine etwas schräge Art neu geschnitten. Aber der Unternehmer ist echt und sagt absolut das, was er denkt. Ich habe ihn nicht inszeniert, er hat mitgemacht, weil zwischen dem Thema der Sendung und seinen Sorgen eine große Übereinstimmung bestand. Und der Europaspot für die afrikanischen Länder? Also ich gestehe, der ist von A bis Z ausgedacht. Und der Nobelpreisträger Gary Becker? Es ist Gary Becker, er ist Nobelpreisträger und er denkt tatsächlich, was er sagt. Und wie haben Sie das mit der Rede von Kofi Annan gemacht? Eine Archivaufnahme und Sie werden festgestellt haben, das bedeutet, Kofi Annans Reden sind untereinander restlos austauschbar. Der Dreh in Kanada? Der Dreh in Kanada ist echt. Und dieses junge Anwaltsehepaar hat mich wirklich tief beeindruckt. Sie waren unglaublich engagiert. Die beiden also sind echt. Sie opfern wirklich eine Menge Zeit und sind so, wie sie zu sehen waren. Bleibt zu fragen, der Beitrag aus Belgien? Für Antwerpen haben wir einen Beitrag über Spannungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften umgemodelt. Ich habe nur einen fiktiven Bürgermeister und einen fiktiven Soziologen hinzugefügt, um das Ganze zu überspitzen. Der Beitrag über Technik und Wissenschaft. Der ist komplexer. Das Schiff gibt es tatsächlich. Die Pläne existieren. Es soll gebaut werden, aber als eine Art schwimmendes Feriendorf. Die Dimensionen mit mehreren 10.000 Einwohnern sind tatsächlich so geplant. Auch das Haus gibt es. Es steht in Berlin und wird durch eine automatische Anlage betrieben und kann verschieden konfiguriert werden. Natürlich wurde es nicht dafür gebaut, Leute aufzunehmen, die irgendwohin auswandern wollen. Den Detektor gibt es, aber nicht für Viren, sondern für Bomben. Aber er funktioniert genauso. Der multiethnische Nachrichtensprecher ist eine Erfindung. Aber ich bin sicher, irgendwo brütet auch darüber bereits jemand. Alain Lafargue, bleibt eine letzte Frage zu stellen. Warum all diese Mühen, um eine politische Fiktion zu drehen? Also es ist ein Versuch, auf eine eher spielerische, witzige und intellektuell vielleicht anregende Weise ernsthafte Themen zu behandeln, die uns alle angehen. In unserem Alltag, in unserer Wirklichkeit. Das ist wohl wahr. Wir danken Ihnen.
Willkommen zurück in der Realität. Wir sind natürlich im Jahre 2008 und von einer Abschaffung der Grenzen dieser Welt weit entfernt. Erst einmal vielen Dank an Sie, unsere Spezialisten. Das sind natürlich echte Spezialisten und keine fiktiven, dass Sie dieses Spiel, dieses politische Fiktionsspiel mit uns mitgespielt haben. Und ich möchte natürlich gerne zuerst von Ihnen wissen, ist es denn eine denkbare Hypothese? Die Frage richtet sich zuerst an Sie, Antoine Picou, weil Sie haben für die UNESCO einen größeren Bericht geschrieben, der sich genau mit dieser Problematik beschäftigt, Migration ohne Grenzen. Denkbar oder undenkbar als Hypothese? Über eine Öffnung der Grenzen zu sprechen, ist heute immer noch ein gewisses Tabu. Bestenfalls heißt es, das sei eine reine Utopie, völlig unrealistisch. Aber ist es das wirklich? Und wenn ja, warum? Wer dieses Szenario ablehnt, sollte schon eine ernsthafte Begründung dafür liefern. Machen wir uns doch nichts vor. Die Lage ist ja bereits problematisch. Der Tod von illegalen Immigranten vor der spanischen oder italienischen Küste, das sind Tragödien. Niemand kann einfach so tun, als wäre die heutige Lage befriedigend und jede Änderung utopisch. Ich glaube nicht, dass die Öffnung der Grenzen von heute auf morgen möglich ist. Eine solche Maßnahme würde wahrscheinlich ein Chaos auslösen. Aber wir können versuchen, an der Veränderung des Bestehenden zu arbeiten. Und sei es nur graduell. Anstatt sich nur zu fragen, wie können wir uns schützen, müsste es heißen, unser Ziel ist die Öffnung der Grenzen. Inwieweit ist das möglich? Mit welchen Einschränkungen können wir diese Öffnung vorläufig gestalten? Lasst uns versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen, damit es irgendwann zustande kommt. Wir werden nicht erleben, dass ein Land vollkommen entvölkert wird, selbst wenn alle Grenzen sich öffnen. Die Geschichte der Migration zeigt, dass selbst in Phasen großer Bewegungsfreiheit vielleicht 10-20% der Bevölkerung eines Landes auswanderten. Wenn ein Staat sich öffnet, wie etwa Deutschland für indische Informatiker, dann gehen die Menschen eben dorthin, wo es ihnen passt. Wenn die Grenzen einmal offen stehen, entscheiden die bestehenden Netze, wohin die Menschen gehen, ob sie die Sprache sprechen, ob es Arbeitsmöglichkeiten gibt und so weiter. Natürlich drohen Brüche und Veränderungen, aber die Geschichte der Immigration ist voller Brüche. Eine Öffnung der Grenzen muss also gut durchdacht werden, und zwar mit allen Konsequenzen. Vielleicht hätten wir dann in Frankreich nicht mehr so viele Algerier, sie werden ja ohnehin nicht so gern gesehen, und es käme stattdessen zu einer verstärkten horizontalen Migration von Süden nach Süden und nicht nach Norden. Und die Region, in der sich am meisten tun würde, wäre dann Asien. Ja, wir haben ja an einem Beispiel gesehen in Deutschland durch die Wiedervereinigung, welche Konsequenzen es haben kann, wenn von heute auf morgen Grenzen fallen und dann ein wirtschaftlicher Unterschied dazu führt, dass hier im Grunde genommen ausgeglichen werden muss. Und nicht umsonst ist die deutsche Wirtschaft bis heute im Grunde genommen dabei, dieses Problem zu lösen. Dieser also deutsch-deutschen Migration entgegenzuwirken, ja. Also ökonomisch versuchen auszugleichen, vollkommen richtig. Kann ich noch einmal auf das deutsch-deutsche Beispiel eingehen? Bitte. Das verlockt mich natürlich auch, was dazu zu sagen. Denn daran kann man ganz gut etwas zeigen. Das ist ja eine Grenzöffnung von einem Tag auf dem anderen. Und zuerst haben wir ein System gehabt, jeder, der aus den ich wollte jetzt alte Bundesländer sagen, ich habe mich schon so dran gewöhnt. Jeder, der aus der DDR damals gekommen ist, konnte in der Bundesrepublik Deutschland Unterbringung verlangen und Geld verlangen. Und in dem Moment waren die Ostdeutschen ein Zuwanderungsproblem im Westen. Dann war klar, dass es zur Vereinigung kommt und dieses Recht wurde abgeschafft. Es gab nur noch Freizügigkeit. Jeder, der aus dem Osten kam, konnte im Westen eine Arbeit suchen. Und das hat einen herrlichen Rückfluss provoziert. Danach hat der Westen kein Zuwanderungsproblem mehr gehabt aus Ostdeutschland, sondern nur noch der Osten ein Abwanderungsproblem. Ich hätte noch eine Frage, die uns ein bisschen von dem Thema Armut und ökonomische Beweggründe für Migration wegbringt. Nämlich, was denken Sie denn, würde eine Öffnung der Grenzen vielleicht auch so etwas wie Konfliktvermeidung bringen? Gäbe es eine Chance, dass offenere Grenzen gleich weniger Kriege bedeutet?
Das griffe ja nicht bei ethnischen Konflikten und Bürgerkriegen. Es wird weiterhin Migrationsbewegungen geben, die durch innerstaatliche Auseinandersetzungen ausgelöst werden. Das gilt wahrscheinlich auch für zwischenstaatliche Konflikte. Es sind aber auch Migrationsbewegungen absehbar, die durch die Klimaerwärmung ausgelöst werden. Das hat dann nichts mehr mit der Frage offener Grenzen zu tun, sondern mit dem Überleben der betroffenen Bevölkerungen. Die Umwelt als auslösender Faktor von Migration. Ja, davon ist bereits viel zu hören. Es ist aber noch ein schwer bestimmbarer Faktor. Eins aber ist klar. Die Erderwärmung wird zu massiven Migrationsbewegungen führen, für deren Bewältigung zurzeit keinerlei Pläne bestehen. Flüchtet heute jemand vor politischer Verfolgung, hat er das Recht, um Asyl zu bitten. Sucht jemand nach Arbeit, gilt er als Wirtschaftsmigrant. Flüchtet er allerdings vor Dürre oder Versteppung, passt er in keine Kategorie. Um sich dieser Herausforderung zu stellen, müsste ein eigener Status erfunden werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie an unserer Debatte teilgenommen haben. Danke Ihnen, dass Sie diese Übung in Politfiction verfolgt haben, die vielleicht gar nicht so fiktiv ist, denn die Frage bleibt, ist eine Aufhebung der Grenzen möglich oder überhaupt wünschenswert? Die Frage bleibt offen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an Sie und guten Abend. Bonsoir. Guten Abend. Ja, schön, dass Sie sich eingelassen haben mit uns auf dieses Experiment, diesen Blick in die Zukunft, der uns vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet hat für die Fragen, auf die wir Antworten finden müssen. Es gibt viele davon. Darum werden die Themenabende immer wieder in die Zukunft schauen. Das nächste Mal am 12. Februar. Dann reden wir über die Welt am Abgrund, über das nahende Ende unserer Ressourcen und den Anfang der Klimakatastrophe. Also über ein Thema, bei dem es auch irgendwann heißen könnte, ihr wusstet Bescheid, warum habt ihr nicht gehandelt? Wäre schön, Sie sind dann wieder dabei. Ich erwarte Sie und viele interessante Gesprächspartner dazu und hoffe, wir haben Ihnen bis dahin Stoff zum Nachdenken und Diskutieren geliefert. Machen Sie es gut, Ihr Trimiantuch.